Hallo im Küchengarten und hallo zum Gartenrundgang im Juni 2021. Für alle, die sich News von unseren Wildmäusen erhoffen, die wir vor 2 Wochen aus dem Kompost gerettet haben, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie es dazu gekommen ist, ich verlinke es euch hier oben oder da oben. Wir hatten die, wie gesagt, 2 Wochen bei uns im Haus. Ich habe Katzenaufzuchtsmilch gekauft, Haferflöckchen darin eingeweicht und Fencheltee zum Trinken gegeben. Die haben sich dann prächtig entwickelt und sind ziemlich schnell in die Pubertät gekommen und auf einmal flügge geworden. Sie haben angefangen, über Nacht an dem Plastikgitter dieses kleinen Käfigs zu nagen, wie verrückt. Die haben sich darauf gehangelt und dann mit einer Imbrunst dran genagt. Gott sei Dank ist mir das noch rechtzeitig aufgefallen. Also habe ich sie über Nacht auf die Terrasse gestellt, gut geschützt mit einem Korb drüber, damit keine Katzen dran kommen. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil in der 2. Nacht haben die sich dermaßen durchgenagt, dass 3 Stück von den Mäusen auf Nimmerwiedersehen in die Freiheit davon sind. Eine einzige Maus, das war immer schon die kleinste und ängstlichste, ist zurückgeblieben. Und für die habe ich mir vorgenommen, mache ich so ein richtiges Auswilderungshöhle, die ich dann mit viel Imbrunst, Nistmaterial, Steinen und einem Drahtgeflecht als Schutz vor Katzen und anderen Tieren gebaut habe. Und was ist dann passiert? Ich habe mich von der süßen kleinen Maus verabschiedet. Tschüss, mach's gut. Wollte sie hineinsetzen. Die hat mich groß angeschaut und flutsch, davon auf Nimmerwiedersehen. Ja, so schnell werden sie groß, die Kinder. Lufergurke. 3 Stück sind mir eingegangen aufgrund der starken und späten Kälte. Und die es geschafft haben, verkümmert und bemitleidenswert. Markerbsen, die über das Hochbeet drüber hängen sollten, komplett vernichtet. Unglaublicher Bohnenlausbefall an den dicken Bohnen. Sie wachsen trotzdem, aber es ist schon etwas unappetitlich und nicht gerade eine reichhaltige Ernte. Hier habe ich meine Sojabohne, die Edamame, ausgesät. Eine einzige ist gekommen. Die Schnecken sind nun mittlerweile doch aufgewacht und haben sich über meine Salate, die ich in den Bodenbeeten angepflanzt habe, hergemacht. Also doch wieder ins Hochbeet mit ihnen. Mini-Ackerschneckenbefall im Gewächshaus. Meine Paprika ziemlich zerstört und abgefressen. Alles, was neu an den Achseln rauskommt, sofort vernichtet. Trauerspiel. Der Grafensteiner Apfelbaum, in den ich im Winter so viel Mühe investiert habe, ist zwar schön ausgetrieben, aber die Läuse fressen ihn langsam auf. Von oben bis unten voll. Unglaublich. Okay, genug miese Petrigkeit für einen Film. Es gibt nicht nur Negatives zu berichten, aber diese paar Rückschläge haben mich schon ganz schön mitgenommen. Ich klammere mich dann immer an das, was doch gut wächst und habe die Hoffnung, dass alles andere sich irgendwie natürlich von selber regelt. Das Beerenobst in unserem Garten gedeiht dieses Jahr wirklich wieder prächtig. Hier haben wir zum Beispiel unsere Thai-Beere, benannt nach dem schottischen Fluss Thai. Die ist absolut robust und reichtragend, jedes Jahr von Neuem. Auch unsere Erdbeeren sind dieses Jahr wunderbar gekommen. Die Mischkultur mit Knoblauch hat sich wahnsinnig ausgezahlt, erst letztes Jahr im Herbst gepflanzt. Und sie sind groß, kräftig und reichtragend. Auch die Brombeere hier im Küchengarten gibt so richtig Gas. Sie blüht zu Massen. Das ist eine einzige Pflanze. Die Stiele sind unglaublich dick und wüchsig. Und die Bienen haben ein wahres Fest an all diesen Blüten. Die Himbeeren hier hinter mir schauen nicht ganz so glücklich aus dieses Jahr, aber man kann ja nicht jedes Jahr glücklich sein. Ein bisschen Ernte gibt es sicher trotzdem.
Hier neben meinem Kompost habe ich eine neue Sorte gepflanzt, einmal drei Pflanzen, um es auszuprobieren. Das ist ein Two-Timer, da erntet man an der diesjährigen und der vorjährigen Rute. Bis jetzt ist noch nichts dran, aber ich denke mal, die habe ich auch erst im Herbst gepflanzt. Ah doch, ich sehe was. Ja, tatsächlich. Ja, spannend. Meine Zucchini wachsen auch sehr schön. Da sind sogar schon Früchte dran. Hier habe ich eine gelbe und ich gebe zu, ich habe sie gekauft, denn meine selbstgezogenen wurden von den Trauermücken komplett abgefressen. Das war echt ein Desaster. Eine gelbe und eine grüne. Hier habe ich dann nochmal eine selbst nachgezogen. Die habe ich dann im Freien gehabt, damit die Trauermücken keine Chance haben. Die braucht jetzt halt noch ein bisschen Zeit. Aber so habe ich versetzte Ernte. Mit meinen Kürbissen bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Das ist ein Hokkaido, der soll dann hier raufwachsen. Den habe ich selbst gezogen. Die Trauermücken haben ihn verschont. Und er bildet auch schon die ersten Knospen. Hier habe ich noch einen zweiten, den habe ich später eingesetzt, aber er gibt auch Gas. Und hier in meinem Erdbeerfeld habe ich auch noch ein selbstgeschustertes Rankgerüst. Und hier habe ich mir einen Muscat de Provence-Kürbis gekauft und dazwischen gezwängt. Dem gefällt es anscheinend und der wird dann hier hinaufranken. Es ist wirklich spannend, was für einen Unterschied in der Entwicklung einer Pflanze der Standort macht. Ich habe zwei verschiedene Sorten Yacon-Pflanzen dieses Jahr gesetzt, eine rote und eine weiße. Eine davon habe ich hier auf meiner Natursteinmauer gepflanzt. Das ist wirklich ein eher schwieriger Standort, aber schön sonnig. Also in die Richtung ist Süden und das mag die Yacon ja. Aber hier aufgrund der Verwachsung durch Efeu hier hinten ist anscheinend der Schneckendruck sehr hoch. Man sieht hier die Blätter, Schleimspuren, angefressen, teilweise wirklich nur mehr ein Netz der Blätter übrig. Aber da es uns ja bei der Yacon um die Knolle geht, habe ich die Hoffnung, dass das doch noch was wird und es stört mich auch nicht so sehr. Und nun zum anderen Standort. Der ist neben der Eingangstür zum Küchengarten. Hier. Da, hier hinter diesem Schwemmholzzaun, man sieht sie ja, die Enten immer lauern. Haben die Schnecken hier keine Chance. Und die Yacon sind perfekt, wunderbar, kräftig, saftig grün und fast überhaupt kein Mangel an den Blättern. Hier am Zaun wuchert momentan auch extrem die Mini-Kiwi und ich freue mich wunderbar über diese Blüten, die sie dran hat. Ich hoffe, da gibt es dieses Jahr reichlich Früchte. Die sind nämlich äußerst aromatisch. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier dem Urwald ein bisschen zu Leibe rücken und mich entscheiden, welche von diesen Ästen ich für nächstes Jahr stehen lasse. Auch hier neben dem Gewächshaus, bei meinem Tomatenunterstand, wo ich drei der Fleischtomaten habe, zweimal Cherny Prinz und einmal die Berner Rose, entwickelt es sich ganz gut. Aber ihr seht, ich arbeite auch hier recht mit Schneckenkrägen. Denn nachdem sie mir, das sieht man eh, da sind welche leer, hier und hier. Nachdem sie mir die Sellerieknollen und auch hier den Neuseeländer-Spinat ziemlich zugerichtet hatten, musste ich doch zu Schutzmaßnahmen greifen. Ja, und jetzt hoffe ich, dass sich da noch was tut. Auch hier daneben habe ich eine neue Zitronenmelisse gepflanzt, weil ich daraus wahnsinnig gern Sirup mache. Und auch die wurde von den Schnecken besucht. Aber die wächst ja wirklich wie ein Unkraut, da mache ich mir weniger Sorgen. Da wird es halt dieses Jahr noch keine Ernte geben. Dafür nächstes. Auch die Tomaten geben endlich richtig Gas. Denen gefällt jetzt das heiße Wetter sehr gut. Hier in Kombination mit Basilikum. Den habe ich ebenfalls versucht selbst zu ziehen, ist auch den Trauermücken zum Opfer gefallen. Jetzt habe ich mir einfach im Supermarkt so einen Topf voll Basilikum gekauft,
habe den dann geteilt und hier ausgepflanzt. All diese Pflänzchen sind von nur einem einzigen Topf. Also ich glaube, das mache ich jetzt jedes Jahr so. Habe ich viel weniger Arbeit mit der Anzucht und Erntegarantie. Hier an meinem Granny Smith Spalierapfelbaum schaut es dafür großartig aus. Der hat dieses Jahr so viel Früchte wie noch nie. Ich habe den Sommerschnitt schon gemacht, weil er wahnsinnig gewuchert hat. Aber die Menge an Früchten, die hier dran hängt, freut mich wirklich sehr. Sonnenblumen sind hier daneben auch wild aufgegangen. Das gefällt mir immer total und ist auch praktisch, weil hier ist gleich der Pfosten, wo ich den Spalierapfelbaum dran befestigt habe. Und da kann ich dann die Sonnenblumen, wenn sie so groß werden, auch dran festmachen. Und im Herbst ist das dann ein wunderbares Futter für die Vögel. Hier seht ihr eine Armee von Töpfen. Sieht man die? Ah ja. Eine Armee von Töpfen, das sind Süßkartoffeln, die ich aus Stecklingen gezogen habe. Die habe ich im Haus überwintert und jetzt ausgepflanzt. Das mache ich sehr gerne in Töpfen, da mein Platz ja beschränkt ist. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Gemulcht habe ich hier mit Heu. Ja, und wie ihr seht, sie wachsen toll. Und hier habe ich jetzt meinen Nektarinenbaum. Ich kämpfe immer noch gegen die Kräuselkrankheit, das klappt aber ganz gut. Und Nektarinen werden immer größer. Hier unten habe ich Brokkoli gepflanzt, zusammen mit Basilikum. Das ist ja eine tolle Mischkultur, um Schädlinge vom Brokkoli fernzuhalten. Bis jetzt klappt das auch wirklich gut, ich habe hier kein Netz drüber. Und der Kohlweißling hat den Brokkoli anscheinend noch nicht entdeckt. Hier stehen wir jetzt vor dem Hochbeet an meiner Hausmauer. Da tut sich auch wirklich viel. Die ist ja nach Süden ausgerichtet. Das heißt, die wärmeliebenden Pflanzen kommen hier unglaublich gut. Man muss allerdings aufs Wässern achten. Ich habe so einen Tropfschlauch installiert, denn sonst wird das so heiß. Und sogar die Auberginen lassen nach einem halben Tag den Kopf hängen. Das sind meine Auberginen, die habe ich selbst gezogen. Die kommen jetzt auch wunderbar. Hier die Stangenbohnen an diesem tollen Gerüst. Die fangen jetzt auch an, sich hier schon hochzuranken. Das sind die, wie heißt sie? Die Klosterfrauen. Das wird toll. Dazwischen ist Estragon, hier hinten Oregano. Dann habe ich versucht, hinter den Bohnen Salat zu pflanzen, der dann von den Bohnen beschattet werden sollte. Aber man sieht, es war ihm doch zu heiß, weil der fängt jetzt hier schon an zu schießen und will in die Blüte gehen. Naja, dann kriegen ihn einfach die Enten, die freuen sich auch. Wunderschön blüht momentan hier in diesem Beet das Currykraut. Das steht schon seit ein paar Jahren hier. Das liebt diesen heißen Standort ungemein und ist ein wahnsinniger Magnet für lauter so kleine Schlupfwespen und diese Kleinstwildbienenarten. Aber hier sieht man auch die größeren. Erfreuen sich an den zarten filigranen Blüten. Ist einfach wunderschön zum Anschauen. Dieses Silber und Gelb, ein toller Kontrast. In der Küche verwende ich es eigentlich nicht. Da bin ich über noch kein gutes Rezept gestolpert. Es war mir eigentlich immer ein bisschen zu bitter. Ich glaube, da muss ich mich noch mal schlau machen. Ein tolles Highlight muss ich euch noch zeigen. Hier am Bord, an der Stiege zu meinem Küchengarten hinunter, dort seht ihr mein Gewächshaus. Hier hatten wir so einen wilden, wie nennt man das, einen wilden Kriechelbaum. So kleine Pflaumen. Und da habe ich nun vor circa 3 bis 4 Jahren 3 verschiedene
Zwetschgenarten drauf veredelt. Zwei sind dann angewachsen und dieses Jahr ist wirklich das erste Jahr, wo da was Nennenswertes dranhängt. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der hängt gerammelt voll. Da hoffe ich wirklich auf eine tolle Ernte. Und natürlich ein Riesenstar ist wieder eine unserer Trauben. Wir haben drei verschiedene, alles kernlose. Einmal rote, einmal blaue und einmal weiße. Die kommen dieses Jahr wunderbar. Sie haben schon wahnsinnig viele Fruchtansätze dran, beschatten hier diesen Durchgang und wachsen dann auch hier bei unserem Sitzplatz durch. Hier habe ich auch noch einige Tomaten in Töpfen. Hier eine German Gold, von der bin ich wirklich begeistert. Die kommt zuverlässig, wahnsinnig stark. Eine tolle Tomate. Hier habe ich noch zwei so Ampeltomaten, die schauen ein bisschen kümmerlich aus. Aber das wird schon. Und hier steht schon meine neue Anzucht. Das ist schon für den Herbstanbau. Das ist der Kaffiol Eskimo, ein Winterkaffiol. Und der kommt dann dort hinein, wo jetzt die dicken Bohnen stehen, als Nachkultur. Den lasse ich dann über den Winter stehen und habe so im März, Mai, Juni schon Blumenkohl, also Kaffiol. Das war's für heute mit dem Gartenrundgang im Juni. Es freut mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs wart in meinem Garten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf, lasst mir einen Kommentar da oder vielleicht sogar ein Abo. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommertag. Bei uns soll es heute an die 32 Grad kriegen. Ich glaube, ich verstecke mich im Keller, aber keine Angst, dort ist mein Büro. Also ist es nicht so, als würde ich mich wirklich in der Rumpelkammer verstecken. Ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche im Küchengarten wiedersehen. Bis dann.